Dann kannst du dir halt eben die Gene seines Vaters. Ja. Das ist eine argentinische Charme, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß alles von Anfang an, habe ich es gewusst, aber... mir geht dieser Kleine nicht mehr aus dem Kopf. Weißt du, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst in die Offensive oder schmiegst du die Kleine ab. Er kann sich wohl nicht so recht entscheiden. Man könnte glatt annehmen, sie wären eifersüchtig. Ich? Was wollte Großfühler denn noch? Oh, ein Geschenk. Er wollte mich nochmal davon überzeugen, dass du den Fürstenhof mehr liebst als mich. Aber ich habe keinen Moment an deinen Gefühlen gezweifelt. Was ist es denn, was ich nicht verstehe? Warum kannst du nicht mit mir darüber reden? Ich habe einen Menschen auf dem Gewissen. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Du hast einen Menschen getötet? Aber das kann doch gar nicht sein. Er ist gestürzt. Das wollte ich nicht. Es war ein Unfall. Ein schrecklicher Unfall. Von wem redest du denn? Was ist passiert? Ich kann nicht darüber sprechen. Martin! Hey, ich wusste gar nicht, dass du schon so viel Pause hast. Habe ich auch nicht. Ich wollte dir nur kurz den Brief hier vorbeibringen. Der wurde im Hotel für dich abgegeben. Von einer Anwaltskanzlei. Es scheint wichtig zu sein. Ich kann mir schon denken, was die wollen. Geht's um deine Schulden? Auch wenn du den Kopf in den Sand steckst, werden die deshalb nicht weniger. Ich dachte, die würden mich wenigstens hier in Ruhe lassen. Siehst du, wie ich befürchtet habe? 15.000 Euro! Und wenn du nicht so verzahlst, drohen die mit rechtlichen Schritten. Damit drohen die schon die ganze Zeit. Ja, wie kannst du da so ruhig bleiben? Was soll ich denn machen? Oder kennst du jemanden, der mir mal eben kurz 15.000 Euro leihen könnte? Ja, auch wenn du nicht sofort zahlen kannst, gibt's doch noch andere Möglichkeiten. Und die wären? Ein Vergleich zum Beispiel oder eine Privatinsolvenz. Ich bin doch nicht bescheuert. Doch! Irgendwann stellen die dich vor Gericht. Ich brauche eben jemanden, der mir finanziell hilft. Und wenn unsere Senfproduktion erstmal läuft, dann werde ich dir das Geld auch zurückzahlen können. Ach, du denkst, ich habe eben mal so 15.000 Euro übrig auf dem Konto, ja? Ja, du bist doch ein erfolgreicher Unternehmer. Die Suppe. Da wirst du selber aus. Jeder ist für den Mist selbst verantwortlich, den er produziert. Ha ha ha!
Sehr gut. Großartig. Chris, danke schön. Danke. Also, wenn Sie so weitermachen, dann können wir uns bald beim Amateursaisewettbewerb anmelden. Naja, also bis dahin ist es noch ein klitzekleiner langer Weg. Hören Sie doch auf, ich habe Ihnen doch schon mal gesagt. Sie haben wirklich Rhythmus im Blut. Ich bin einfach so glücklich, dass ich endlich tanzen kann. Luft muss ich Ihnen noch sagen. Stellen Sie nicht Ihr Licht unter den Scheffel. Hören Sie, wenn Sie... Ach, hier bist du. Entschuldigen, dass ich störe. Ich wollte... könnten wir uns vielleicht ganz kurz unter vier Augen unterhalten? Natürlich. Ja. Kein Problem. Entschuldigung. Vielen Dank für den schönen Unterricht. Ich, bitte. Ich freue mich auf die nächste Stunde. Ich mich auch. Sollen wir ein bisschen spazieren gehen? Ja, 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 ja. Hallo. Grüß Gott. Wo finde ich hier den Wellnessbereich? Der Wellnessbereich ist leider nur für unsere Hotelgäste vorbehalten. Ich bin die Tochter des Chefkochs. Ja, aber eben kein Hotelgast. Das ist mir zu albern. Ich werde das lieber gleich mit meinem Onkel klären. Onkel Werner! Frau Görres, ich hoffe, Sie wollen mich nicht wieder um Geld anpumpen. Nein, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen für meinen unmöglichen Auftritt neulich. Aha. Ja, ich war einfach noch total durcheinander, gerade meinen Vater kennengelernt zu haben. Und da habe ich mich wohl etwas daneben benommen. Nun ja, das ist ja verständlich bei dem Vater. Es wird mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir noch mal ganz von vorne beginnen könnten. Immerhin, Sie haben Schneid. Entschuldigung, angenommen. Danke, Onkel Werner. Lass uns doch bitte dieses Onkel. Sag einfach Werner. Gut, ich bin Sabrina. Gut, Sabrina, aber du musst mich bitte jetzt entschuldigen. Ich habe noch einige Sachen zu erledigen für meine morgige Hochzeit. Ach, übrigens, du bist eingeladen. Du gehörst ja schließlich in unsere Familie. Alphons, setzen Sie doch bitte Frau Görres auf die Gästeliste, ja? Selbstverständlich, Herr Direktor. Und? Haben Sie jetzt immer noch ein Problem, dass die Nichte des Direktors ab und zu den Wellnessbereich nutzen möchte? Gut, ich werde dem Personal dort sofort Bescheid geben. Sabrina Görres mit Doppel-R. Ja, aber das weiß ich doch. Sabrina Görres, na, das trifft sich gut. Genau sie habe ich gesucht. Ist Herr Saalfeld da? Warum fragst du? Ist er da? Nein. Was willst du denn von ihm? Ich wollte mich nur vergewissern, ob wir unter vier Augen reden können. Was ist denn los? Ich werde die Trauung vornehmen. Ach. Woher denn der plötzliche Sinneswandel? Sei einfach froh, dass es nun doch so ist. Also ich muss schon sagen, du bist wirklich der unhöflichste Diener Gottes, der mir je untergekommen ist. Doris, du hattest recht. Ich bin keinen Deut besser als du. Belassen wir es dabei und gut ist's. Martin, wollen wir die ganze Zeremonie vielleicht nochmal durchsprechen? Das wird nicht nötig sein. Wir sind das alles schon mal durchgegangen und schließlich ist es nicht die erste Hochzeit, die ich vornehme. Sie hat doch tatsächlich geglaubt, dass ich alle ihre Schulden bezahle. Ja, um den Finger wickeln, das kann sie. Pass bloß auf, du bist schon einmal schwach geworden, ja? Entschuldigung, ich glaube, Ihre Tochter hat Schwierigkeiten. Ich rufe zurück. Wenn Sie hier bitte unterschreiben wollen. Was ist hier los? Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Wer ist der Kerl? Was will der von dir? Es war ein Gerichtsvollzieher. Er hat mich gepfändet, hier vor allen Leuten. Bist du jetzt zufrieden? Das habe ich ja meine Lektion gelernt. Marlene, es tut mir aufrichtig leid. Ich weiß wirklich nicht, was in mich gefahren ist. Du, das war einfach nur ein Missverständnis. Dass ich so irrational eifersüchtig sein kann, das war mir überhaupt nicht klar. Aber... dieser Mann bringt mich einfach an den Rand des Wahnsinns.
Aber Konstantin, der wollte dir doch einfach nur eine Überraschung bereiten. Ach, es geht auch gar nicht um dieses blöde Missverständnis. Es ist nur so, ich glaube, dass ich zum allerersten Mal in meinem Leben so etwas empfinde wie Liebe. Mit Konstantin zusammen zu sein, das ist wie mit bloßen Füßen über Glasscherben zu laufen. Wieso? Nicht, dass ich ihm bezüglich anderer Frauen irgendwas vorwerfen könnte, aber er macht mich so unglaublich verletzlich und nervös. Nervös? Ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben so viel Angst, verlassen zu werden. Wie mit Konstantin. Ach, Mama, das ist doch Unsinn. Ja, ja, ich weiß natürlich, aber Du weißt doch, alle sehen, wie verrückt Konstantin nach dir ist. Hm? Das ist ganz lieb, mein Schatz. Das ist lieb von dir, aber tja, weißt du, es ist wirklich verrückt, wie das Leben so manchmal spielt. Da habe ich mir immer ausgemalt, dass ich irgendwann einen älteren Mann treffe, mich in ihn verliebe und bei ihm die Geborgenheit, Sicherheit und Bewunderung finde und mit ihm zusammen einfach nur glücklich sein kann. Und jetzt finde ich all das in den Armen eines jüngeren Mannes. Ich bin so froh, dass du da bist. Komm mal her. Herr Saalfeld, darf ich Ihnen das Mittagsmenü reichen? Ach, Hanne, ich glaube, ich nehme Ihnen nur die Suppe. Schließlich soll das Hochzeitshemd ja morgen noch passen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ah, André, komm, setz dich zu mir. Na komm. Das ist mein letztes Mittagessen als Feiermann. Hast du was? Ja, komm, raus mit der Sprache. Ich habe als Vater total versagt. Wieso? Ist aber Ihnen das doch gar nicht so übel. Ich habe mich gerade mit Ihnen unterhalten. Charmante junge Frau. Charmant kann sie sein, ja. Ja, wo ist das Problem? Ich wollte ihr eine Lektion erteilen. Und durch meine Sturheit, der Gerichtsvollzieher hatte gerade in aller Öffentlichkeit das Handy gepfändet. Hier im Fürstenhof? Ich hätte ja das Geld leihen können, aber ich dachte mir, so lernt sie nie was, wenn ich ständig hinter ihr herlaufe und alles ausbügle. Ah, danke. Danke, Hanno. Ja, sie ist ja schließlich deine Tochter. Immerhin hast du dich auch viele Jahre lang durchs Leben schlawinert. Aber ich will, dass sie mit anderen Werten aufwächst. Bist du denn ein bisschen spät dran? Immerhin ist sie eine erwachsene junge Frau. Aber ich muss ihr doch aus diesem Schlamassel helfen. Ja, dazu sind wir Väter nun mal da. Kannst du mir mal deinen Wagen leihen? Ich muss zur Bank Geld abheben. Sie ihre Schulden bezahlen? Darf ich mal fragen, wie viel es ist? 15.000. 15.000? Früher warst du aber nicht so spendabel. Kriege ich jetzt den Schlüssel oder nicht? Aber klar. Aber was redest du denn da? Er hat gesagt, dass er einen Menschen auf dem Gewissen hat. Ja, und deswegen soll er Priester geworden sein? Also das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe, wirklich. Er hat etwas von einem Unfall gesagt. Einem Sturz. Ja, da wirst du irgendwas falsch verstanden haben. Also ich kenne Martin jetzt so lange. Ja, wahrscheinlich. Was genau hat er denn gesagt? Ach, na ja. Vielleicht habe ich ihn wirklich einfach nur falsch verstanden. So geistliche Reden, ja, so oft so pathetisch daher, in Gleichnissen und Bildern, dass man völlig falsche Assoziationen bekommen kann. Ja, eben, also Martin und ein Mensch auf dem Gewissen ist, nee. Vergiss einfach den Quatsch, den ich gesagt habe. Ist ja nichts passiert.
Und ich wäre dir dankbar, wenn du Martin gar nicht erst drauf ansprechen würdest. Natürlich sage ich dem nichts. Also mach dir da gar keinen Kopf. Wenn du mal auf andere Gedanken kommen willst, einfach. Warte ganz kurz noch. Von was für einem Sturz hat der da geredet? Er hat nicht viel gesagt. Nur, dass es ein Unfall war. Wieso? Ja, weil er mir auch mal erzählt hat von so einem Erlebnis, als er alleine beim Bergsteigen war. Und dass das eben angeblich der Grund dafür war, dass er Priester geworden ist. Und glaubst du die Geschichte? Also bis jetzt hat mir da immer was gefehlt und ich glaube, ich weiß jetzt auch was. Was denn? Wo bist du hin? Ich dachte, du möchtest vielleicht deine Ruhe haben. Setz dich, ich habe etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Also, es tut mir wirklich leid, dass du in diesen Schlamassel geraten bist. Aber an dieser Misere bist du nicht ganz unschuldig. Ja gut, aber trotzdem, aber... Was ist denn los? Mein Portemonnaie ist weg. Beim Tanken habe ich es noch gehabt. Und dann habe ich es wahrscheinlich aufs Autodach gelegt. Die wird schon wieder auftauchen. Nein, das müssen wir jetzt suchen. Wir? Ja, aber wir müssen den ganzen Weg zum Dorf zurückgehen. Irgendwo muss es ja vom Autodach runtergerutscht sein. War viel Geld drin? Ja. Wie viel denn? Die ganzen Kreditkarten, der Ausweis. Na gut. Aber ich muss noch schnell meine Jacke holen. Verdammter Mist. Wow. Gefällt sie dir? Das ist der Hammer. Die ist wirklich wunderschön. Glaubst du, die passt hier in dieses Schächtelchen? Wir machen noch ein bisschen Samt drunter. Dann kommt die Kette gleich nochmal so gut zur Geltung. Oh, das ist gut, dass du mir hilfst. Ich habe da nicht so ein gutes Händchen für. Du sollst jetzt auch noch die Karte schreiben, liebe dein Konstantin oder was? Ach, entschuldige, das war ein Scherz. Hast du eine Schere? Mhm. So. So. Danke. Du, was bin ich dir eigentlich schuldig für die Kette? So ungefähr 500 Euro wären schon nicht schlecht für meine Mutter, oder? Alles klar. Kann ich dir das Geld morgen geben? Ich muss zum Bankautomaten. Klar, aber du... Ich freue mich über die Kette. Die ist wunderbar. Ich hoffe, Natascha tut es auch. Danke. Bis dann. Bis dann. Ausgerechnet heute. So viel Geld. Hast du was gefunden? Nee, gar nichts. Wie kann man nur seine Brieftasche auf dem Autodach liegen lassen? Das geht doch nicht. Bernd.
Heinemann, Sie sind schon wieder zurück. Gerade angekommen. Darf ich? Ja, ja. Das Bier in Ungarn scheint ja nicht so der Hit zu sein. Wenn Sie der erste Weg gleich ins Bröstüberl führt. Ich nehme auch ein helles, bitte. Ja, gerne. Ganz süß, die Kleine da, was? Ja. Aber jetzt erzählen Sie mal, haben Sie die Elena gefunden? Erzählen Sie doch mal, was gibt's Neues am Fürstenhof? Da ist alles eigentlich wie immer. Ja, der Herr Saalfeld will jetzt morgen endlich die Frau von Norden heiraten. Also. Ja, aber das ist ja jetzt vielleicht... Die machen es richtig, oder? Die beiden heiraten erst im hohen Alter. Vorher weiß man ja sowieso nicht, woran man ist. Und? Nichts. Und du? Bisher hat sich kein Finder gemeldet. Das wird auch nicht passieren, da ist über alle Berge. Mit all dem schönen Geld. Möchtest du vielleicht was trinken? Ein Tee oder ein Bier? Egal. Wie viel war denn in dieser Brieftasche drin, wenn man fragen darf? Jedenfalls mehr, als man mit sich rumtragen sollte. Vielleicht sollte ich die Polizei einschalten. Vielleicht hat das Geld wenigstens jemand gefunden, der es gut gebrauchen kann. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich werde jetzt erstmal alle Karten sperren lassen. Na gut, dann koche ich mal für uns. Auch das noch. Sabrina Görres hier. Ich rufe an, weil ich Sie morgen treffen möchte, um meine Schulden zu begleichen. Sie wissen schon, die 15.000 Euro? Ja, da Sie ja gerade mein Handy haben, bin ich momentan etwas schwer zu erreichen. Aber ich versuch's morgen Vormittag einfach nochmal. Ja, danke. Wiederhören. Wir nehmen noch eine Runde, bitte. Zwei Helle? Ja, bitte. Steht dir gut? Das Rot. Süß, oder? Am Anfang erziehen sie sich immer noch so. Also entschuldigen Sie, Herr Heinemann, aber der zynische Cowboy steht Ihnen nicht. Ach nein? Nein, wirklich nicht. Wollen Sie mir nicht erzählen, was in Ungarn passiert ist? Das da. Das ist in Ungarn passiert, von Elena. Sie kommuniziert jetzt schriftlich mit mir. Ich habe sie tatsächlich gefunden. Durch halb Ungarn habe ich mich durchgefragt. Und? Sie hat sich geweigert, mit mir zu sprechen. Sie wollte mich nicht sehen. Dann dachte ich, mir fahre ich einfach am nächsten Tag nochmal hin. Aber da war sie dann schon weg mit ihrer Familie. Keine Ahnung wohin. Nur den. Den hat sie zurückgelassen. Ich verkrafte den Verlust unseres Kindes einfach nicht. Genauso wenig wie die Tatsache, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann. In mir ist nur noch Trauer und Schmerz und keine Liebe mehr. Ich wollte doch einfach nur mit ihr reden. Den Schmerz teilen. Ich wollte sagen, dass ich sie immer noch liebe, auch wenn wir kein Kind haben können. Ja, aber es ist ja wirklich furchtbar, was ihr zugestoßen ist. Uns ist es zugestoßen, uns beiden. Und jetzt schließt sie mich aus. Ja, vielleicht,
Vielleicht braucht sie einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit, um es zu verarbeiten. Zeit. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, Herr Heinemann, aber Zeit heilt wirklich alle Wunden. Herr Sonnenbichler, seien Sie mir nicht böse. Aber abgenudelte Kalendersprüche ist echt das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Herr Heinemann, das... stellen Sie es ruhig her und schreiben Sie es bei mir drauf. Mach ich. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Natascha. Happy Birthday to you. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Oh, mein Schatz. Prost, auf dich. Hier. Auf die hinreißendste, schönste, bezauberndste Frau. Anstrengendste. Sinnlichste Frau von der ganzen Welt. Ein Geschenk, was alle diese wunderbaren Eigenschaften beinhaltet und widerspiegelt. Ich hoffe, das gefällt dir. Mach's mal oft. Konstantin. Das ist ja wunderschön. Darf ich sie dir anziehen? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Sie ist wundervoll. Ich habe versucht, was zu entwerfen, was deinem Temperament entspricht. Mein Schatz, das ist dir absolut gelungen. Dann nimmst du mich jetzt hoffentlich ernst, hm? Danke. Oh, Don. Marlene hat auch ein Geschenk für dich. Bitte schön. Mein Kleines, das sind doch etwa nicht die... Hm. Ich wusste doch, dass du die schon so lange wünschst. Bist du wahnsinnig? Die sind doch viel zu teuer. Und das, nachdem ich dir all das an den Kopf geworfen habe. Das ist längst vergessen. Ach, mein Schatz. Ihr zwei, ihr habt mir wirklich eine ganz, ganz große Freude gemacht. Und das hier ist wirklich ein Meisterwerk. Darf ich bitten, Madame? Sehr gerne. Weiß man gar nicht, was man sagen soll. Du hättest den Heinemann gestern Abend sehen sollen. Ein einziges Häufchen Elend. Das kann ich mir denken. Mei, der hat's ja auch schwer. Ach, dass die Elena nicht einmal mit ihm reden will. Ich kann mir nur vorstellen, dass die noch völlig unter Schock steht. Weißt du, grüß Gott. Grüß Gott. Wenn ich da so an uns denke, wie lange wir warten mussten, bis unsere Marie endlich unterwegs war. Allerdings. Und dann ging es uns so gut. Ja, es war schon eine schöne Zeit. Also, wenn ich dann eine Fehlgeburt gehabt hätte und mir hätte jemand gesagt, ich kann keine Kinder mehr kriegen, du, also, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Aber ich hätte dich doch nicht damit bestraft. Ja, wir haben schon auch viel Glück gehabt in unserem Leben. Ja. Auch wenn wir momentan unsere finanziellen Probleme haben. Aber uns wird es immer irgendwie gut gehen, weil wir uns haben. Und deswegen tut es mir auch so leid für den Heinemann, weil der war so glücklich mit der Elena. Mei. Du, Moment, halte mal. Was? Was ist das denn?
Das hat er doch schon gestern einen halben Tag gesucht. Du wirst aber froh sein, dass wir es gefunden haben. Du bist ja früh auf. Du aber auch. Für deine Verhältnisse? Kaffee? Ich war heute Morgen schon auf der Bank. Hast du neue Kreditkarten beantragt? Ja, das auch. Aber ich hatte noch etwas anderes zu erledigen. Ich habe eine Überraschung für dich. Was ist das? Schau nach. Was soll das? Das ist für dich. Eigentlich wollte ich es dir schon gestern geben, aber... Warum? Um deine Schulden zu begleichen. Nein, ich meine, warum jetzt doch? Du wolltest mir doch auf gar keinen Fall helfen. Als ich gestern gesehen habe, wie dich dieser Gerichtsvollzieher behandelt hat, das tat mir in der Seele leid. Und um dir solche Szenen in Zukunft zu ersparen, leih ich dir das Geld. Und damit bin ich in Zukunft dein einziger Gläubiger. Ich dachte, in deiner Welt gibt es keine Zufälle, sondern nur Schicksal. Gott führt uns. Wann, warum, wohin und zu welchem Zweck? Das weiß letztendlich nur er. Mhm. Also ich vermute mal, in unserem Fall denkt er das Gleiche wie ich. Was denn? Die beiden sind ineinander verliebt. Führe ich sie eben so lange weiter zusammen, bis sie endlich beide verstehen, dass Liebe keine Sünde ist. Auch ihre nicht. Guten Morgen. Das sieht wirklich sehr schön aus. Vielen Dank. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, dass ich dir andauernd und überall auflauere, um dein Geheimnis auszuspionieren. Nein, das ist in Ordnung. Ich weiß ohnehin, was damals passiert ist. Was redest du denn da? Ich weiß, warum du dein Gelübde abgelegt und allen weltlichen Dingen abgeschworen hast. Kannst du den Kredit natürlich in kleinen Raten abstottern, da werden wir uns schon einig. Und inzwischen widmest du dich mit ganzer Kraft unserem Senfgeschäft. Das ist wirklich wahnsinnig nett von dir, Papa, aber ich krieg das schon hin. Aber? Ich möchte das aus eigener Kraft schaffen. Aber wie denn? Du hast doch selber gesagt, man muss gerade stehen für die Dinge, die man verbockt hat. Und Ich möchte mich von nun an daran halten. Ich schaue aber ganz schön fertig aus. Naja, du, die Arbeit an der Kette, die hat eben ihre Spuren hinterlassen. Ja, die muten dir aber auch echt viel zu. Ach. Ja, du hast doch die ganze Zeit deine Mutter und Konstantin vor dir. Das ist doch schon krass. Ja, du, was soll ich machen? Sie ist eben meine Mutter. Du, ich habe 500 € für die Kette kassiert. Echt? Von Konstantin? Ja.
Ich war selber ganz erstaunt, dass der bereit war, so viel dafür auszugeben. Ach, das ist doch das Mindeste. Naja, du, er ist ein guter Freund von mir und die Kette ist für meine Mutter. Also eigentlich hätte ich schon einen Freundschaftspreis machen können. Sag mal, spinnst du? Ja, wieso? Ja, zum einen ist deine Arbeit doch mindestens genauso viel wert und zum anderen kannst du sie auch als eine Art Schmerzensgeld betrachten. Auch wieder wahr. Das Geturtel der beiden mit anzusehen, das ist wirklich schrecklich. Eben, sag ich ja. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Hm? Wenn Konstantin bereit ist, so viel Kohle für meinen Schmuck auszugeben, dann sind das ja vielleicht auch andere Leute. Endlich checkst du's mal. Vielleicht ist das ja jetzt der Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen. Hm? Ja, und ich helfe dir. Ich habe doch diese Connection zu diesem Designer. Und der sucht immer wieder Schmuck für seine Models, die sie bei Präsentationen tragen können. Mensch, das hört sich toll an. Ja, und es ist auch ein bisschen Ablenkung von Konstantin und alles. Weißt du was? Hm? Das packen wir an. Ja, und du wirst richtig erfolgreich sein. Du bist so gut. Du warst damals nicht allein in den Bergen unterwegs. Stimmt's? Xaver meinte auch, Bergsteiger sind immer zu zweit unterwegs. Mindestens. Genau wie Taucher. Weil immer irgendetwas passieren kann. Du hattest einen Klettergefährten dabei. Einen guten Freund, dem du voll und ganz vertrauen konntest. Und dann ist irgendetwas passiert. Ein Unwetter vielleicht oder ein Unfall. Und dein Freund ist abgestürzt und du konntest ihn nicht retten. Er ist gestorben und du hast überlebt. Und das kannst du dir bis heute nicht verzeihen. Deswegen hast du dein ganzes Leben umgekrempelt und bist Priester geworden. Was soll denn das Ganze? Willst du den Seelenklempner spielen? Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Egal, was passiert ist. Ja, gut, das hast du ja deutlich genug gezeigt. Ich will jetzt aber nicht mehr darüber sprechen. Ich werde dich nicht weiter bedrängen. Und es tut mir leid, wenn ich dir zu nahe getreten bin. So, mit den 15.000 ist dann alles erledigt. Dann sind wir aber quitt. Auf Wiedersehen. Na, ich hoffe doch wohl nicht. So, jetzt brauche ich aber eine Erfrischung. Wie wär's mit unserem Cocktail des Tages? Sweet Dreams? Klingt super. Können Sie gleich zwei mixen. Ich lade Sie nämlich ein. Gibt's was zu feiern? Ja, das auch. Aber vor allem, weil Sie so schnucklig sind. Alles klar. Wann ist denn Ihre Schicht zu Ende? Warum fragen Sie das denn? Mir ist heute nach Feiern zumute. Mhm. Es tut mir leid, aber mein Vater feiert heute seine Hochzeit. Ach, bin ich doch selber eingeladen. Dann tanzen wir eine Runde zusammen. Ihnen ist aber schon klar, dass wir Cousin und Cousine sind, oder? Na und? Ist doch nicht verboten. Wir sind doch nicht Bruder und Schwester. Es tut mir leid, aber heute Abend bin ich schon anderweitig verabredet. Wäre ja auch zu viel Glück an einem Tag gewesen. Also, worauf stoßen wir an? Moment. Auf mein neues Leben. Ich bin Sabrina. Konstantin. Hey, Onkel. Ach, ich meine natürlich Werner. Trinkst mit uns einen Cocktail? Ich lade dich ein. Oh, was feiert ihr denn? Die Freiheit. Darauf stoße ich gerne. Meine dauert ja nicht mehr lange. Na, dann aber schnell. Das Übliche. Na? Das ist doch die, die Sie die ganze Zeit gesucht haben, hm? Hildegard. Wo haben Sie das denn her? Ja, im Straßengraben gefunden. Auf dem Weg hierher. Boah, Alke, da fällt mir aber ein Stein vor. Das darf nicht wahr sein. Was ist denn? Das Geld ist weg. Ja, sind denn die Kreditkarten wenigstens drin?
Kreditkarten, hier, Perso, alles da. Mein Gott, da hebe ich einmal so viel Geld ab, um meiner Tochter aus der Badschutz zu helfen und prompt verliere ich's. Wie viel war's denn? 15.000. Ich wollte meiner Tochter helfen, auf eigenen Beinen zu stehen. Es ist wirklich sehr schön. Danke. Denke ich auch. Und? Aufgeregt? Klein bin ich schon. Das wird alles gut werden. Diesmal. Naja, solange der Fürstenhof nicht wieder unter Quarantäne gestellt wird oder in die Luft fliegt, bin ich zufrieden. Leg einfach ab. Könntest du mir mal bitte mit der Kette helfen? Ja, natürlich. Der Verschluss klemmt ein bisschen. Oder deine Hände zittern zu sehr. Sei so lieb. Na. So. Danke. Und? Wie findest du sie? Ganz ehrlich. Natürlich. Ich finde, sie ist ein bisschen zu viel. Was? Wieso das denn? Meinst du dem Kleid? Da würde eher so eine Kette passen, wie ich sie Natascha zum Geburtstag geschenkt habe. Was soll das für eine Kette sein? Warte, ich zeig sie dir. Naja, die ist viel zu exzentrisch. Sowas kann vielleicht eine Diva wie deine Sängerin tragen, aber doch nicht ich zu meiner Hochzeit. Ja gut, vielleicht ein bisschen schlichter. Die hat Marlene gemacht. Wie ernst ist es dir eigentlich mit dieser Frau? Meinst du Natascha? Gibt's noch andere? Nein. Also ist es was Ernstes. Entschuldige. Also ist es was Ernstes. Worauf willst du eigentlich hinaus, Mama? Ich kann ja verstehen, dass dich hier am Fürstenhof so eine mondäne und offenbar auch leidenschaftliche Person in den Bann zieht, aber... Aber? Aber wir sind ja wohl einer Meinung, dass so eine Frau, so attraktiv sie auch sein mag, niemals etwas für eine ernsthafte Beziehung ist. Was meinst du damit? Konstantin, ich glaube einfach, dass du jemanden verdienst, der tiefere Gefühle in dir auslöst. Kannst du mir nochmal helfen? Schön hier. So friedlich. Ich glaube, die Idee, mich als Schmuckdesignerin selbstständig zu machen, ist der richtige Weg. Das wird mir helfen, endlich nicht mehr ständig an Konstantin denken zu müssen. Von jetzt an wird nach vorne geschaut. Vielen Dank. Du glaubst also wirklich, die Beziehung zu Natascha ist eine belanglose Spielerei, ja? Ach, Konstantin, bitte. Ich habe da wirklich noch genug mit den letzten Hochzeitsvorbereitungen zu tun. Ja, das hättest du wohl gerne. Erst so eine Bemerkung machen und dich dann einfach aus der Affäre ziehen. Wenn diese Beziehung keine Spielerei ist, was ist sie denn dann? Die große, leidenschaftliche, unsterbliche Liebe? Wie mit Theresa? Nein, nicht wie mit Theresa. Die Beziehung zu Natascha, die ist anders. Gut, vielleicht nicht ganz so absolut und weniger romantisch. Aber wir passen genau deshalb so gut zusammen. Weil wir diese ganze Sache so realistisch und so pragmatisch sehen. Das ist vielleicht eine ganz andere Basis für eine Beziehung. Dir müsste das eigentlich klar sein, oder? Ach, Konstantin. Ich will doch nicht mit dir streiten. Schließlich ist heute doch mein Hochzeitstag. Aber trotzdem möchte ich dir noch eins sagen, was dir im Moment wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist. Und es wäre? Diese nicht mehr ganz junge Sängerin, deren Karriere die besten Tage schon hinter sich hat, sieht in dir nicht nur den jungen, leidenschaftlichen, schönen jungen Mann, der du bist. Sondern? Natürlich auch den Erben des Fürstenhofs. Also, versprich mir bitte nur eins, dass du diese Sängerin nicht aus irgendeiner unbedachten Laune heraus irgendwann bittest,
deine Frau zu werden. Hm? Charlotte, die gar nicht kommen hören. Selbst wenn du nur eine Birne auswechselst, bist du voll bei der Sache. Ja. Wenn, dann richtig. Das gilt für den Raketentechniker bis zum Tellerwäscher. Du hast nicht das Gefühl, dass der Job als Haustechniker ein Abstieg wäre? Ja, die Arbeit hat schon seine Vorteile. Man muss sich nicht sonderlich konzentrieren und man kann auch an was Schönes denken. Tja, an was denn? Trotzdem solltest du mit deinen Gedanken nicht nur bei mir sein, sondern auch bei der Hochzeit. Du musst dich nämlich umziehen. Oh, siehst du, das habe ich jetzt vor lauter Arbeit vergessen. Arbeit? Ich dachte, deine Gedanken wären nur bei mir. Ja. Ja, bitte? Nein, ich habe sie nicht vergessen, Herr Salfeld. Ich bin schon unterwegs. Machen Sie sich keine Sorgen, das klappt alles wie am Schnürchen. Gell? Also, bis gleich. Ja, der Bräutigam ist ganz schön aufgeregt. So muss das für eine Hochzeit wohl sein. Ja, ich verstehe auch nicht, warum er unbedingt an mir als Trauzeugen festhält. Ja, das ist doch jetzt egal. Wenn wir uns nicht umziehen, kommen wir zu spät. Ja, gut. Gut, dass du kommst. Ich entwerfe gerade unser Logo für die Senfmarke. Willst du mal gucken? Komm her. Das interessiert mich gerade herzlich wenig. Weißt du, ich bin ein bisschen verwirrt. Warum? Ich hatte gerade ein Telefonat. Ich wollte deine Schulden tilgen. Du hast doch nicht etwa mit dem Gerichtsvollzieher telefoniert? Doch, das habe ich. Und weißt du, was ich da erfahren habe? Der hat doch tatsächlich gemeint, das wäre nicht mehr nötig, weil du heute schon da gewesen bist und das gemacht hast. Nun frag ich mich natürlich, woher hast du so ganz aus heiterem Himmel plötzlich 15.000 Euro? Vielleicht aus meinem Portemonnaie? Dass du doch gefunden hast, dass wir danach gesucht haben? Papa, ich... Sag mir die Wahrheit! Du bist nicht die Einzige, die eine Mutter hat, die einen manchmal auf die Palme bringt. Meine habe ich davor gewarnt, deine zu heiraten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So erkläre ich euch zu Mann und Frau. Aus dem Blick, den die Frau ihrem Ex noch zugeworfen hat, da kann man nur einen Schluss ziehen. Nämlich, dass sie neben ihrem geliebten Werner mal da gestanden wäre. Und wo wir gerade bei den Glückwünschen sind, könnten wir doch auch mal alle auf mich anstoßen. Ich habe nämlich heute Geburtstag. Der Liebsein ist etwas Wunderbares. Ja, dem kann ich nicht widersprechen. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.